Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2. So, und nachdem wir jetzt hier in der letzten Folge durch diese Ruinen gekrabbelt sind und in der Zwischensequenz gesehen haben, dass uns jemand nun beobachtet, geht es nun durch einen eher ungemütlichen Sumpf. Und hier liegen auch wieder Zahnräder rum. Bienenstock. Bienenstock ist nicht so toll. Aber dafür gibt es hier oben noch eine Erfahrungsfiola, die ich gerne rankommen würde. So, dankeschön. Und die Kiste können wir runterschießen. Ja, genau, denn da ist was drin. Sehr schön. Und ja, ich habe seit der letzten Aufnahme mal kurz ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgedoktort, weil die Framerate bei der letzten Aufnahme doch ein bisschen schlecht war. Die war nur bei 11 FPS. Und das hat auch ein bisschen zum Nachteil, dass das Spiel nicht richtig funktioniert hatte. Zum Beispiel habe ich ewig lang auf so Holzkisten und so eingeschlagen und... Berserker. Eingefrorener Berserker. Habe ich ewig lang auf so Holzkisten und so eingeschlagen und es ist nichts passiert. Das war alles Schuld an der miesen Frame Rate. Aber das dürfte sich jetzt gebessert haben. Jetzt haben wir nämlich eine Frame Rate von 20 FPS. Ja, und eingefrorene Goblins. Jetzt dürfte das Ganze etwas sauberer laufen. Und wir dürften, und ich dürfte auch mit der Steuerung besser klarkommen. Warum geht's hier nicht weiter? So. Machen wir das einfach mal so. Da oben ist noch ein Ort, an den ich gerne kommen würde. Wow. Damit habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet. Dass hier jetzt ein Baumstamm kommt, der mich erschlagen will. Ganz ruhig. So. Den dürften wir jetzt noch besser kontrollieren können. Da drüben ist schon gleich das nächste Safe-Point, aber erstmal will ich da hoch. Ja, da müssen wir den mehr zum Schwingen bringen. So, genau. Oh, da oben sind noch mehr Figuren. Sehr schön. Ja, und was ich in der letzten Folge auch nicht angesprochen habe, ist, dass wir jetzt keine Mana-Balken mehr haben. Oder Energiebalken. Das macht das Spiel aber nicht unbedingt einfacher. Okay, durch diesen Sumpf können wir laufen. Der ist nicht so gefährlich wie der Sumpf aus dem ersten Teil. Will ich auf diesen Knopf? Aua! Das sah schmerzhaft aus. Boah, wo sie jetzt auf einmal Schaden genommen hat. Ach, von denen da oben. Das Ding hier rüber bitte. Und kaputt. Und nur müssen wir über die beiden Dinger hier drüber. Oder auch nicht, weil wir runterfallen. Ging aber gerade noch mal gut.
Level hier hoch, bitte. Und ein Level up. Auf die 1-Punkte-Sachen verzichte ich jetzt erst einmal. Ich will 2-Punkte-Sachen, also zum Beispiel das Feuerschwert oder die Planken, wobei ich die Planken jetzt erst einmal wichtiger finde. Und da unten sind nette Schattenspiele. Ich glaube, da steht schon irgendwo wieder ein Goblin rum. Oder das sind diese Pflanzen. Da steht ein Goblin. Und der Goblin da hinten schießt auf seinen Kameraden. Also diese Berserker-Goblins hier sind nicht so heftig wie ihre anderen Speerschleudern-Varianten. Aua, das hat ihm sicherlich wehgetan, als wir ihm in die Rippen getreten haben. Wir können die einfach wegtreten. Komm, schlag zu, dann kommt der Hammer. So. Er ist immer noch nicht tot. Jetzt ist er sauber. Wow. Du kannst sterben, ruhig mal. Und für dich haben wir eine Kiste. Platsch. Ja, das muss da auch mal wieder sein. Safe Point hier unten. Hier ist irgendwas Schwereres. Okay, das hier ist eine super tolle Konstruktion hier. Springen wir uns erst einmal hier hoch. Okay, das müssen wir aufschlagen. So. Und jetzt müssen wir den Block hier entfernen, der sich jetzt da hinten verkeilt hatte. Ah ja, muss ich das jetzt? Wenn ich hier aufmache, dann geht's auf. Bleibt's dann offen? Nein. Okay, dann muss ich gucken, dass ich den hier irgendwie einkeile. Ohne mich dabei mit ihm zu zerquetschen. So. Jetzt bleibt's offen. Und da ich keine Lust habe, geröstet zu werden, machen wir das Ganze lieber so und gehen hier durch. Hier ist das Safe Point und wieder so eine Windanlage hier. Also erst einmal hier einschlagen. Ich glaube, da unten ist ein nettes Secret. Oder wenigstens eine Fiole. Dann kurz das hier hin machen. Und hier einhauen. So. Die Kiste kann ich nicht kaputt machen. Sollte ich wahrscheinlich auch besser nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier hochkommen. Das könnten wir zwar hochheben, aber das bringt nicht gerade viel. So, dann gucken wir mal. Erstmal müssen wir hier das hier rausholen. Und ich denke, ich weiß ungefähr, wie das gehen soll. Hier das festmachen, da das festmachen.
Und dann brauchen wir noch das Teil hier. Was wir kurz hier ablegen müssen. So. Was soll das jetzt? Du sollst da hoch. So, dankeschön. Und das große wollten wir auch noch haben. Genau. Gucken wir mal kurz, ist hier oben noch irgendwo was? Ja, hier oben ist noch eine Kiste, in der eine Flasche versteckt ist. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Also können wir uns hier wieder hochschwingen. Wow. Na komm, du kannst auch zuhauen und dann hauen wir dich mit dem Hammer. Okay, da oben sind noch Fiolen gewesen, habe ich gesehen. Die lassen wir uns doch nicht entgehen. Und hier können wir nicht hoch, da müssen wir wirklich wieder hier rüber. Ups. Und hier rum. Damit wir hier runterkommen. Save Point. Und wieder so einer, der unbedingt was mit der Hammer, mit dem Hammer auf die Nuss will. Hm. Aua, aua, aua. Und jetzt muss das Ding hier rüber. Das war eigentlich nicht so wie geplant. Das war ganz und gar nicht so wie geplant. So, das ist jetzt aber einigermaßen geplant gewesen. Du kannst ruhig anhalten. So etwas weiter rüber. Und hier hoch. Wow, dass ich den Sprung geschafft habe. Hier ist soweit nichts mehr. So, das ist doch die Fiole da, wollte ich gerade sagen. Aber die vergönnt man mir wohl nicht so wirklich. Nein. Nein, das war falsch. Da wieder drauf springen. So, jetzt habe ich aber die Erfahrungsfiole und hier müsste eine Kiste mit noch einer runtergefallen sein. Nein, ist sie nicht. Schade. Nächster Save Point. Was für ein fröhlicher kleiner Frosch. Hm. Können wir auf den schießen? Ja, das bringt nur nicht viel. Wir können erstmal eine Tauchstation machen. Okay, der Ritter hat schwimmen gelernt. Ich bin beeindruckt. Ja, der Ritter hat schwimmen gelernt. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir an dem Frosch vorbeikommen. Auf den Apfel schießen vielleicht? Ja, so fährt er seine Zunge raus. Wahrscheinlich müssen wir auf seine Zunge springen. Genau, das war gar nicht mal so falsch. Ich will wieder hier hoch. So, und nochmal. Schnapp dir.
den Apfel. Und das ist nicht mal das Seltsamste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Ja, da sagt Sora so ja was. Komm, ich will hier hoch. Ich will an den Dinger ran. Gemeinheit. Meine Sandalen sind jetzt ganz schleimig. Jetzt beschwert sich auch noch der Magier. So. Jetzt mache ich mal den Level ab. Jetzt habe ich nämlich 2 Punkte. Also ab in die Planke. Gut. Jetzt können wir endlich wieder Planken zaubern. Und ich würde sagen, bevor wir hier jetzt weitergehen, mache ich kurz mal einen Cut. Bis gleich.